Hallo euch allen, das sind wir bei Madden NFL 19. Wir sind in Dallas, Texas im AT&T Stadium und wir spielen das dritte Solo-Battle dieser Woche gegen die New Orleans Saints. Der Kickoff ist erfolgt. Sanders mit dem Return über die linke Seite. Ich habe doch gerade das Gefühl, der wäre fußkrank unterwegs. Mit meinem Controller ist alles in Ordnung. Erster Versuch und 10 Cowboys an der 32-Yard-Linie. Der stotterte gerade wie Hund. So. Erster und 10. Wir starten erst einmal mit einem Laufspiel. So, Halfback Stretch. Es geht über die Außen. Zeke Elliott, unser Running Back. Eddie George fungiert wieder als Vorblocker. Schöner Spin-Move von Ezekiel Elliott. Das ist ein neues First Down für die Cowboys an der 43-Yard-Linie der New Orleans Saints. So, wieder ein Lauf über die Außen. Der Halfback-Stretch. Wir bleiben dabei. Diesmal über die linke Seite wieder. Das passt einfach zu gut. Und Eddie George, diesmal sitzen hier die Blocks. Neues First Down. Elliott an der 44-Yard-Linie. Wir sind schon über der Mittellinie. Erster Versuch von 10. So, jetzt gehen wir mal über die Mitte. Ihr merkt schon, ich bleibe erst einmal beim Lauf. Zeke Elliott, unser Running Back. Und da hat er eine Lücke. Da hat er eine richtig gute Lücke. Kommt bis an die 34-Yard-Linie der Saints. First Down Cowboys. So, jetzt gehen wir aber auch mal in einen Passspielzug hinein. Nehmen wir den Play-Action Bubble J over. Wir achten außen auf Terrell Owens und in der Mitte auf Jarwin. Wir haben nämlich nur einen Safety dort hinten stehen. Da gehen wir auf unseren Tight End, denn der ist da vorne mutterseelenallein. First Down Dallas an der 6-Yard-Linie der Saints. Och, das geht wunderbar. Wir kriegen den Ball gut bewegt. Halfback Stretch, Lauf über die Außen. Es geht über die linke Seite mit Eddie George. Der gibt Gas und ist untouched in der Endzone. 6:0 für die Dallas Cowboys durch diesen Rushing TD. So, der PET ist unterwegs, der ist auch gut. Dallas 7, Saints 0 im ersten Quarter. So, der Kickoff ist unterwegs. Geht bis in die Endzone. Kneel down, kein Return. Wir haben einen ersten Versuch von 10 an der 25-Yard-Linie. Und schauen wir mal, wer hier den Quarterback spielt bei den Saints. Ja. Überraschenderweise John Elway. Es kann eigentlich immer nur John Elway oder Mike Vick sein. Einer von den beiden ist es eigentlich immer. Also gegen Mr. Denver Bronco, diesmal im Trikot der Saints. Und wir wollen gleich mal unsere Defense loslassen und wir werden versuchen natürlich John Elway hier unter Druck zu setzen. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Graham geht in Motion. Interception, da war der Druck zu groß auf Elway. Der wirft den Ball noch nach vorne. Ja, und Van Der Esch kann eigentlich gar nichts anderes machen, als dazu zu greifen. Erster Versuch von 10 Cowboys an der 26-Yard-Linie der New Orleans Saints. So, Laufspiel, Ezekiel Elliott, linke Seite. Kommt bis an die 18-Yard-Linie. Heißt, wir sind schon wieder in der Red Zone. Zweiter und 3. Nehmen wir den Pass, den Wide Receiver Drive. Terrell Owens kommt von der rechten Seite in Motion. Auf den werden wir uns konzentrieren. Der ist aber gut gedeckt. Dann gehen wir hier draußen auf Zeke Elliott. Boah, der wird direkt getackelt. Damit zwingen uns die Saints in einen dritten und 6. So, wir nehmen den Jake Curl. Konzentrieren uns auf Amai Cooper.
Ich achte ein kleines bisschen auf Terrell Owens. Habe ich lange warten müssen, bis Amari Cooper frei war, aber First Down Cowboys. Mit an der 11-Yard-Linie. Die letzten Sekunden tickern hier gerade runter. Kriegen wir noch ein Play hin? Tun wir nicht. Das erste Quarter ist vorbei. Cowboys 7, Saints 0 und wir sind an der 11-Yard-Linie von New Orleans. Halfback-Stretch über die Außen. Wir gehen über die linke Seite. Das ist der nächste Rushing TD für die Cowboys. Diesmal ist es Zeke Elliott. 13 zu 0 für Dallas. So, jetzt noch der PET. So, zu Beginn des zweiten Quarters haben wir ein 14 zu 0 auf dem Scoreboard. Die Cowboys führen also mit 2 Touchdowns. Kick ist unterwegs. Der Ball geht bis in die Endzone der Saints. Kein Return, kneel down. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Es kann einfach nur besser werden aus Sicht von John Elway eben. Erster Pass, Interception. Schauen wir mal, was die Saints im zweiten Drive hier aufs Feld bringen. Erster und 10. Vollständiger Pass, ein knallharter Hit von Earl Thomas. Ein Yard Raumgewinn, zweiter Versuch und 9. Wir blitzen mit dem Under Smoke. Laufversuch durch die Mitte und da war eine Lücke, aber was für eine Riesenlücke. Johnson mit dem First Down für die Saints, Ball an der 37-Yard-Linie. Blitzen mit den Linebackern, das hat mir gerade nicht gefallen. Wie einfach die Saints hier durch die Mitte laufen konnten. Hoffen wir mal, dass das eine Ausnahme geblieben ist. Wir probieren es zumindest wieder. Ricky Williams, die Marcus Ware kommt von der linken Seite und nagelt ihn um. Zweiter und 9. Wir blitzen jetzt mit den beiden Safeties. Nein, tun wir nicht, denn wir sind angekommen beim Two-Minute-Warning der ersten Halbzeit. Der Ball liegt an der 37-Yard-Linie. Wir haben einen zweiten Versuch und 9. Oh, ein wunderbarer Sack. Sean Lee kommt durch. Und das zwingt die Saints in einen dritten und 16 von der eigenen 31-Yard-Linie. Ein bisschen Glück kriegen wir den Ball nochmal in einer richtig guten Feldposition wieder. Ricky Williams mit dem Laufversuch. Keine Chance. Vierter und 19 von der eigenen 28-Yard-Linie müssen die Saints punten. Ich nehme jetzt noch keine Auszeit. Die möchte ich gerne gleich meiner Offense überlassen. An der 20-Yard-Linie nimmt Sanders den Ball auf. Retourniert über die linke Seite. Ist immer noch auf den Beinen und verliert den Ball. Wir haben einen Turnover. Die Saints sind mit der Offense wieder auf dem Feld. Erster und 10 an der eigenen 43-Yard-Linie. Das passiert mir aber auch selten, dass beim Return mal ein Fumble durch die Hände rutscht. Vollständiger Pass von Elway. First Down an der 42-Yard-Linie der Cowboys. Sean Payton nimmt die erste Auszeit der New Orleans Saints. Vollständiger Pass. Ball ist an der 33-Yard-Linie. Wir sehen das zweite Timeout der New Orleans Saints. Zweiter Versuch und 1. Wir blitzen mit den Linebackern. Das ist ein First Down von Elway. Tackle von Leighton Van Der Esch, aber First Down an der 28-Yard-Linie. Die Saints bewegen hier den Ball gerade richtig gut nach vorne.
muss man einfach neidlos anerkennen. Gap Press. Also wir blitzen durch die Gaps, durch die Lücken der O-Line-Spieler. Bei diesem ersten und 10. Und das ist die nächste Interception. Diesmal ist es Deion Sanders. Nein, das war Byron Jones, der den Ball hat. Erster und 10 Cowboys an der eigenen 18-Yard-Linie mit noch 33 Sekunden auf der Uhr. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht noch etwas reißen können. Wir laufen über die linke äußere Seite. Oh, da hat Elliott eine Lücke. Jetzt gibt er Gas. Wird gestoppt an der 44-Yard-Linie. Wir nehmen die erste Auszeit. First Down Cowboys an der 44-Yard-Linie vor Verticals. Jetzt geben wir mal einen langen Ball. So, wir achten auf unsere beiden Whiteouts, Cooper und Owens. Und schauen uns an, was die Safeties der Saints machen. Die gehen aber mit zurück. Dann gehen wir über die Mitte. Über unseren Tight End. Und der kommt bis an die 26-Yard-Linie. Neues First Down Dallas. So. Nehmen wir den Stick and Not. Wir achten auf Amai Cooper und auf Keyshawn Johnson außen. Auch hier wieder Jarwin, der Tight End, in der Mitte. Nur ein Safety im Backfield. Prescott läuft selbst. Hat da eine Lücke. Kommt bis an die 7-Yard-Linie. Neues First Down für die Cowboys. Da haben sie die Verteidiger sehr, sehr gut abgedeckt. Die Saints aber vergessen, unseren Quarterback zu decken. So, Johnson und Owens gehen auf eine Slant Route. Jarwin ist meine Sicherung. Ich achte auch mal auf Swain auf der Außen. Incomplete Pass von Prescott. Second and Goal. Wir nehmen den Spacing Switch. Der ist ein bisschen sehr kurz. Und das ist eine Interception. Ich hab's geahnt. Oh, ich werd wahnsinnig. Das gibt es ja gar nicht. 14:0, zwei Turnovers bei den Dallas Cowboys. Wir führen mit 14:0, aber wir bekleckern uns hier gerade nicht mit Ruhm. So, wir gehen direkt rüber ins dritte Quarter. Mein Gott, was für eine blöde Interception. Oh, ich werd wahnsinnig. Ball geht bis in die Endzone. Kneel down, erster Versuch und 10er für die Saints an der 25-Yard-Linie. Elway kommt wieder aufs Feld. Auch die Saints haben in Form der beiden Interceptions schon zwei Turnovers produziert. Also Turnover-mäßig steht es 2:2. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Chase geht in Motion. Das ist ein Lauf von Ricky Williams über die Außen. Jalen Smith hängt sich an ihn dran, bringt ihn an der 37-Yard-Linie. Linie zu Boden. Wir haben einen ersten und 10. Spencer Ware mit dem First Down für die Saints. Free Fire ist der Blitz. Ball an der 37-Yard-Linie. Wir haben einen zweiten Versuch und 9. Ball an der 40-Yard-Linie. Wir haben einen dritten Versuch und 7. Elway unter Druck. Und nein, was macht denn da Xavier Woods? Da hat er sich, glaube ich, schon geistig auf die Interception gefreut. Julian Edelman macht aber den Catch, weil ich mich komplett verschätzt habe. Erster und 10 für die Saints an meiner 26-Yard-Linie. Was ist das schon wieder für ein blödes, beschissenes Footballspiel, was wir hier zeigen. Fehler über Fehler. Leighton Vander-Esch unterbindet den Laufversuch von Chris Johnson. Wir haben einen zweiten und 10. Lauf durch die Mitte, keine Chance. Spencer Ware macht 2 Yards gut, weil eben ein Tackle verlost. Wir haben einen dritten und 9.
von der 24-Yard-Linie. Elway kauft sich die Zeit und wird gesackt von die Marcus Lawrence an der 33-Yard-Linie. Vierter Versuch und 17. Die Saints schicken ihre Field Goal Unit aufs Feld. Abuse kommt zu spät, kommt nicht durch zum Block. 3 Punkte New Orleans, sie verkürzen auf 14:3. Wir haben noch 14 Sekunden auch zu spielen hier im dritten Quarter. Der Kickoff der Saints geht bis an die 1-Yard-Linie. Sanders nimmt den Ball auf. Return über die linke Seite. Oh, da hat er eine Lücke. Boah, da wird er gerade noch erwischt. Aber First Down Cowboys an der eigenen, an der eigenen 45-Yard-Linie. Die Sonne hat mich gerade etwas irritiert. Wir haben noch 8 Sekunden auf der Uhr. Laufspiel durch die Mitte. Zeke Elliott. Er sucht eine Lücke, kommt bis an die 48-Yard-Linie der Saints. Und das war der letzte Spielzug im dritten Quarter. Wir gehen rüber ins Schlussviertel. So, nehmen wir einen Slant-Spielzug. Links Johnson, rechts Terrell Owens. Schauen wir mal, da kommt ein Blitz von der linken Seite. Oh, ich habe kein gutes Händchen. 3. und 3. Also meine Pässe sind wirklich grottig, muss man so sagen. Trotz alledem hilft es nichts. Wir müssen noch einen Pass spielen. 3. und 3. Mei, oh, mei, oh, mei. Johnson und Owens von der linken Seite. Jarwin kommt als meine Sicherungsoption aufs Feld. Wir gehen auf Ezekiel Elliott. Der hat einen First Down. Immer noch auf den Beinen. First Down Cowboys an der 26-Yard-Linie. 1. und 10, Dallas. So, Flanker Dick, da bitte ich meinem Running Back mal eine kleine Pause gönne. Konzentrieren uns auf den Tight End Jarwin. Der ist nämlich da vorne Mutterseelen alleine und hat ein neues First Down an der 10-Yard-Linie. Es ist noch kein First and Goal, es ist noch ein erster Versuch und 10, den wir hier haben. So, glaube ich. Ah, schaffen wir den noch vor dem Ende des Two-Minute Warnings? Wir attackieren die Mitte mit Jarwin und mit Eddie George. Gehen auf unseren Tight End und der Ball ist incomplete. Stark verteidigt von Earl Thomas auf Seiten der Saints. Second and Goal damit. Mit dem J-Stick. Wir schicken Johnson auf eine Slant. Auch hier dient mein Tight End Jarwin wieder als Sicherungsoption und los geht's. Alter, was werfe ich denn heute für Pässe? Wir sind beim Two-Minute Warning, haben einen 3. Versuch und Goal und werfen wie der erste Mensch einen Football. 3. and Goal. Wir schicken Terrell Owens von der rechten Seite aus in Motion. Wir achten auf Jarwin und auf Swain. Beim Tight Ends. Und los geht's. Und das ist nicht wahr. Swain kann den Ball nicht festhalten. 4. and Goal. Also ich spiele mir wirklich einen lausigen Football hier zusammen. Das muss man einfach so sagen. Der Field Goal Versuch ist gut, 17:3. Wir haben eine 14-Punkte-Führung. Das ist das einzig Gute von diesem salopp gesagt beschissenen Drive, den wir hier hingelegt haben. Der Kick ist unterwegs. Geht bis in die Endzone der Saints. Kneel down, 1. und 10 an der 25-Yard-Linie für New Orleans. Ich bekomme keinen Blitz. Nehmen wir eine Cover 2 Hard Flat. 1. und 10 an der 25-Yard-Linie. Alter Schwede, jetzt lässt sich auch noch meine Defense anstecken. First down, Julian Edelman. Jetzt gehen wir in eine Cover 3 Hard Flat, dass wir da mal noch einen weiteren Spieler mit in die Secondary ziehen.
Unglaublich. Momentan, Elway bringt jeden seiner Pässe an den Mann. Und meine Cowboys stehen staunend daneben. Cover 3 Match. Ein schöner, harter Hit. Tackle and Bounce. Damit läuft die Uhr weiter. Auch das momentan das einzigste Positive, was ich hier sagen kann. Wir bleiben in der Sound Coverage. Cover 3 Hard Flat. Und die Marcus Lawrence kann Elway tackle. A second. Immerhin etwas. So, Cross 3 Fryer Pass. Eine kleine Mischung zwischen Blitz und Sound Coverage. Und die gelingt. Der nächste Sack. Wir haben einen 4. und 18 von der 37-Yard-Linie. Den müssen die Saints natürlich ausspielen. Erste Auszeit eben genommen von Sean Payton. Und diesmal lässt sich Sanders anstecken. Das ist unglaublich. Was ist denn los? Also, ich habe eben eingangs gesagt, ich habe Sorge, dass mein Controller irgendwie den Geist aufgibt. Sollte ich da wirklich recht haben oder spielen wir einfach nur scheiße Football? Ich glaube, es ist eher das Zweite. Der PET. Auch der ist gut. So, wir rechnen mit einem Onside-Kick. Oh Gott, Leute, bitte, 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 bitte. Amai Cooper hat den Ball. Ich wollte eigentlich irgendwie rüber zur linken Seite, in der Hoffnung, dass da noch was frei wäre, seine Lücke wäre. Da war aber leider keine. Wir haben einen ersten und 10 an der eigenen 47-Yard-Linie. First down Cowboys. Laufspiel über Zeke Elliott. Der findet seine Lücken. Zweiter und 4. Zweite Auszeit genommen von Sean Payton. Lauf über die Außen. Halfback Stretch. Einmal kann New Orleans noch die Uhr anhalten. Zweiter und 4. Von der eigenen von der 48-Yard-Linie der Saints. Und Elliott verliert den Ball. First down Saints an der 45-Yard-Linie der Dallas Cowboys. Sie liegen mit 7 Punkten hinten, haben noch eine Auszeit, brauchen einen Touchdown, um das Spiel hier unentschieden zu gestalten. Incomplete Pass. Im Moment des Wurfes wurde Elway da von Leighton Van Der Esch attackiert. Zweiter und 10 an der 26. Jetzt muss meine Defense dieses Spiel gewinnen. Meine Offense ist dazu nicht in der Lage heute. Zweiter und 10. Tackle and Bounce. Die Saints müssen ihre letzte Auszeit nehmen. Dritter und 12. Es ist Hail Mary Time. Der Ball liegt an meiner 47-Yard-Linie. 19 Sekunden noch auf der Uhr. Wir haben die Hail Mary-Aufstellung auf dem Feld. Interception Byron Jones, seine zweite Interception. Und die war so, so wichtig. So, Lauf Elliott über die linke Seite. Kommt bis an die 22-Yard-Linie. Die Saints haben ja keine Auszeit mehr, können die Uhr also nicht mehr stoppen. Die letzten Sekunden tickern hier runter und dieses grauenvolle Footballspiel ist beendet. Wir haben mit 17 zu 10 gewonnen. Das ist das Einzige, was zählt. Aber das Wie war eine Katastrophe. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.